Montenegro, auch Tschernagora genannt, ist irgendwo auf dem Balkan. Und von der Adria aus kann man in die Bucht von Kotor, einem UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe, fahren. Links und rechts am Ufer schöne Städte. Am Ende der Bucht trifft man auf eine riesige Festung, wie die chinesische Mauer umschließt es die illyrische venezianische Stadt. Der venezianische Löwe ist überall. Und überall auch die Kreuzfahrtschiff-Teilnehmer. Die Gebäude, die man heute sieht, die St. Georgskapelle, die ältesten davon sind aus dem 12. Jahrhundert. Diese Stadt wurde nie eingenommen, eine richtige Festung. Kleine Hotels und sehr, sehr viele Gäste. Die Kreuzfahrtgäste sind Aircondition gewohnt. Deshalb gibt es das auch zu Mittag mitten im Freien. An der Adria entlang fahren wir dann an Sveti Stefan vorbei. Und kommen in die Hauptstadt von Montenegro nach Podgorica. Durch Podgorica fließt die Morača, ein ganz, ganz sauberer Fluss. Ihr wisst ja Bescheid, 13 Uhr ist Abfahrt. 11 ist Abfahrt, das war eine Stunde.